herzlich willkommen zu unserem zweiten Produktvideo von der Firma Textornet. Heute stellt uns der Fabrice eine wassergekühlte Workstation vor. Hallo Fabrice. Hallo. Kannst du uns einmal erläutern, warum die Kunden gerade diese Workstations bei uns kaufen und wofür diese die benutzen? In erster Linie rufen bei uns die Kunden halt an und wollen in erster Linie beraten werden. Das heißt, man bespricht mit den Kunden in erster Form, für welches Anwendungsgebiet der Kunde es halt haben möchte und kann dann viel gezielter auch teilweise mit den Softwareherstellern dann die gewählten Komponenten, die Grafikkarten, spezialisierte Sachen oder mehr CPU-Leistung oder was man halt auch letzten Endes genau benötigt, besprechen und gucken, ob das nachher auch dem Ziel ausreicht. Okay, und die Kunden benutzen die Systeme wofür genau? Also das ist jetzt ein System, was mit dem Kunden so zusammengestellt worden ist von uns, der im CAD-CAM-Bereich unterwegs ist. Das heißt, in dem Feld wird sehr viel CPU-Leistung benötigt und ja, wo halt übertaktet werden muss, weil einfach die Leistung gebraucht wird, da ja, wird halt das System insgesamt wärmer und dann wird man da in den Bereichen, wie jetzt in dem Fall mit 4,8 GHz, man im Wasserkühlung nicht rumkommt, weil es luftgekühlt einfach nicht realisierbar ist. Okay, und was ist das Besondere an diesem Gehäuse, dass ausgerechnet dieses Gehäuse von Silverstone ausgewählt wurde? Also es ist halt einfach sehr gut verarbeitet, gute Materialien, also besondere Materialien sind verarbeitet worden, unter anderem aus Aluminium, das Gehäuse ist aus Aluminium hauptsächlich gefertigt. Das heißt, man hat auch viel Platz, unter anderem für den Radiator, um den unterzubringen, um das auch alles vernünftig und anschaulich auch zu verpacken. Das heißt, man kann auch, man hat in dem Moment 5¼-Zoll-Schichte, 7 Stück an der Zahl. Das heißt, man bringt da bringt den Ausgleichsbehälter unter anderem unter, DVD-Laufwerk oder auch wenn man bräuchte halt von der Firma Raytronic beispielsweise, also einen Festplattenrahmen in der größeren Form, wo man 3-4 Festplatten im Hotspot-Bereich unterbringen könnte und in dem Fall, wie es jetzt in der Konstellation des 2 SSDs. Okay, in das Gehäuse passen ja dann doch recht viele Komponenten rein. Kannst du uns einmal erläutern, welche Komponenten jetzt speziell in diesem Gehäuse verbaut wurden? Also hier haben wir unter anderem ein Mainboard von der Firma Asus, ein P9X 79 Pro in der Water-Cooled Edition. Also ist umgebaut worden von uns und dann haben wir einen Radiator des XX360 mit 320 mm Lüfter, um das Ganze auch vernünftig zu kühlen. Ein Prozessor von der Fermentel, ein 3970X mit 4,8 GHz und unter anderem auch noch einen wassergekühlten Block oder CPU-Block von der Firma Eka Water Blocks. Und unter anderem auch 2 SSD von der Firma Samsung. Okay, und die Grafikkarte? Die Grafikkarte ist in dem speziellen Fall gewählt worden mit dem Kunden zusammen von der Firma PNY mit Quadro K2000, weil die einfach für die Anwendung der Kunde jetzt vor Ort halt benötigen wird, einfach abgestimmt ist. Das heißt, es ist genau mit dem Softwarehersteller besprochen worden, um halt in dem Fall ein stabiles System, was jetzt eine saubere Grafikausgabe erzielt, sage ich mal, in dem Feld. Okay. Und welchen Unterschied machen diese konfigurierbaren Workstations von den anderen angebotenen Konfigurationen bei Textor? Wir verwenden höherwertige Komponenten, das heißt unter anderem auch im SSD-Bereich halt oftmals Pro-Segmente, Enterprise-Platten, ob jetzt von der Firma Seagate, Western Digital oder was, von welchen Herstellern auch immer, halt Platten, die im Enterprise-Bereich unterwegs sind, verlängerte Garantie, 24 Stunden auf 7 Laufzeiten, sind halt auch so Merkmale, die im Desktop-Bereich oder im Gaming-Bereich nicht benötigt werden und auch nicht verlangt werden, weil die Komponenten einfach auch in der Ecke teurer sind. Okay, das hört sich natürlich sehr interessant an, auch für die Kunden. Solltet ihr mehr Workstations von uns sehen wollen, dann geht einfach auf die Website www.textor.net.